Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Ich musste kurz gucken, ob ich aufnehme. Also, nehme ich auf. Gut, ja, ich nehme auf. Und sie sind alleine. Ja, ich fange schon wieder an. Oh. Und, ich habe schon ein bisschen Angst, weil, diese Statue wird uns noch ein bisschen Probleme machen. Aber ich weiß noch nicht, ob sie uns jetzt schon Probleme macht. Oder nachher. Oh, habe ich Munition aufgenommen? Ich glaube ja. Oh, okay. Gen Himmel beugte Comstock das Knie und sah in seiner Prophetie ein Eden stehen dort im Dunst. Eine Pipi. Von der Welt verleugnet, doch mit des Himmels Gunst. Aha. Wow. Comstock ist so genial. Ist hier noch was? Da ist was. Seht ihr das? Oh mein Gott, was war das? Warst du das? Bitte sei du es gewesen. Das ist doch nicht witzig. Oh, es ist so gruselig. Ich hasse es, wenn es böse wird. Hört ihr das? Elizabeth, halt mich fest. Oh. Tut er uns was? Ich weiß es nicht. Zum Angriff! Ja, er tut uns was. So. Stirb. Wieso bist du eigentlich mit reingekommen? Das ist die Männertoilette. Toilette. Außer die will ich meine Dingens nehmen. Oh, er ist voll sexy. Oh, sexy boy. In der Toilette. Toilette benutzen. Oh. Wieso hat er. Wieso klemme ich hier gerade fest? Hier ist nichts mehr drin. Okay. Dann ist ja gut. Oh, ey. Ich hasse solche Momente, das siehst du. Ist hier jemand drin? Ja, ergib dich. Ich hab die böse Elizabeth dabei und sie schlägt und tretet. Eigentlich tut sie gar nichts, aber wenn man das sagt, dann ne, macht sie auch. Brauchen wir Geld? So. Ja, wir brauchen immer Danke Geld. Dir. Immer. Danke dir. Hauptsache bedankt er sich. Ich hasse es. Kann jemand anders. Schau mal, wir kriegen jetzt unsere dritte Kraft. Ja, sie ist aber voll scheiße eigentlich. Okay, ich guck mich nochmal um. Ich glaube, dass er geworden ist wie der Pöbel, der dort haust. Ging es nach Slade? Ja, ich glaube, wir müssen jetzt siegen. Und würden Columbia hier oder in Feuer treiben. Your enemies into the air. Hold and release to create an eruptive trap. Ich liebe diese Attacken. Die sind voll niedlich. Knärt. Oh, Elizabeth. Oh, wir haben keine. Damn it. Dann müssen wir mal gucken, ob wir noch welche finden. Nee, ich nehme immer noch die. Dammit. Oder soll ich. Ja, ich nehme erstmal die. Warum ist die eigentlich so.
Ja, wieso braucht die so viel Energie? Das ist nicht so. Zeig dich! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Einfach mal wegballern. Schießt weiter! Macht auch nichts. Aua! Geh! Booker! Booker? Booker! Hallo! Danke. Ich muss das abschießen. Auf jeden Fall muss ich das abschießen. Ah! So. Gott, ich seh ihn, ey. Wieso findest du denn nichts? Elizabeth! Oh Gott! Nachladen! Sofort! Finde was! Aua! Ich bin auch nur aus Fleisch und Blut! Ich muss... Okay, erstmal ist es jetzt ruhig. Oh! Das ist ja richtig scheiße, ey! So... Und sie so, ich kann nichts finden. Ich so, denk mir auch nur so, ja, warum habe ich dich nochmal mitgenommen? Na, ich habe Geld gefunden. Okay. Na also. Oh, danke. Na also. Also, ja, du mich auch. Das ist ein Karabiner. Karabiner wollen wir nicht haben. Aber wir wollen das haben. Gott, er schafft alle möglichen Arten Soldaten. Aber er schuf nur einen Cornelius Slate. Mein Vater folgte ihm den San Juan Hill hinauf. Durch die Gesandtschaften in Peking und, wie er sich ausdrückte, sogar durch die Hölle, wenn der Befehl dazu erging. Heute beim Appell fragte Slade mich, ob ich Sergeant Monroes Tochter sei. Ich sagte, ja, Sir, die bin ich. Und Slade sagte, dein Vater wollte immer einen Sohn. Ich hoffe, der Dummkopf weiß, wie viel Glück er hatte. Dass sie eine Tochter wurde? Wieso? Anscheinend... verstehe ich es nicht. Aber es ist auch nicht schlimm. Ich wollte das wechseln, danke. So. Wenn nächstes Mal ich Munition brauche. Nein, wenn ich dann nächstes Mal Leben brauche, dann sagst du mir bitte nicht, du hast nichts, ja? Girl, wir spielen auf leicht. Ja, du könntest eigentlich immer was haben für mich. Immer! Die Schwarzen, sie sind böse. Hochzeitsmusik. Nein? Okay. Oh Gott, ich habe mich übelst verjagt. Ich schwöre. Ah, nee, ich dachte gerade, das wäre ein Gegner, ehrlich. Ich wollte gerade ballern. Oh Gott. Zucker, warte. Zucker. Was wird das schon wieder? Baby? Da ist auch eins. Okay. Wollen wir das machen? Wir brauchen drei fucking. Ja, ist klar. Ist klar, Leute. Holt doch mal ihre Baby. Kriegen wir eigentlich welche von hier? Nein, natürlich nicht. Ja, ja, das wäre ja zu leicht. Ja. Ist nicht gerade viel. Kann ich nicht aufs Fenster springen? Was ist das denn? Ich habe ein bisschen jetzt Angst rauszugehen, Mama. Die sind alle so böse zu mir. Ich werde nicht noch einmal versagen! Oh Gott! Halt's Maul! Gott! Ich werde nicht noch einmal versagen! Hast du Essen dabei? Nein. Nicht mal das. Weißt du? Große Fresse, aber nix dahinter, ey. Oh, ich könnte hätte jetzt echt was zu essen. Essen. Elizabeth. Ja, Salze hätte ich auch mitnehmen können.
Ich brauch was so Protein. Wer ist dieser Betrüger, dieser Scharlatan, dieser Schlangenölschacherer? Wieso sind hier alle tot? Ah ja, das sind ja die Fox Populi. Zachary Comstock wird unsere Stimme hören. Seine Tempel werden und seine Goldkörper werden schmelzen und in Bächen durch die Straßen Kolumbias rennen. Gut, dass ich nochmal mich ja, das ist wahrscheinlich die Fox Populi Basis gewesen. Aber die Fox Populi ist eigentlich auf unserer Seite, glaube ich. Weil wir sind ja nicht wirklich auf irgendeine Seite. Nein, wir sind ja auf der Seite der der Fox Populi, weil wir ja nicht wirklich Rassistisch. Chips. Chips. Okay. Oh Gott. Was? Mr. DeWitt? Noch was? Da! Eine Chiffre! Eine Geheimbotschaft der Vox Populi. Du bist doch die Obercode-Knackerin. Was heißt das? Keine Ahnung. Hier müsste irgendwo ein Codebuch sein. Was? Okay. Elizabeth kann Chiffren entschlüsseln. Die geheime Fox Populi kann man verbergen. Findet die Chiffre und das kurze Buch des Schätze und Freist übergeben. Okay, mach ich. Gerne. Wo ist dieses Kackradio? Ich meine, es ist echt cool, ne? Oh, da ist es. Aber ich muss hören, wenn welche kommen. Na, ich hasse Karabiner. Und da ist noch was. Ich bin zu fett. Wir erhielten einen Tipp, dass im Fellow Traveler geschmuggelte Waffen versteckt werden. Wir haben nichts gefunden, aber komisch. Unter den Bodendielen stießen wir auf ein paar alte Uniformen aus dem Krieg. Wir rätselten, wie die dorthin kamen, aber... Wer ist da? Sind Sie Swade, ja? Sir! Die Waffen weg! Der Blick des Todes. Hast du das gehört, Comstock? Das war das Geräusch, das du nie gehört hast. So klingt es, wenn ein Soldat stirbt. Komm zur Hall of Heroes. Beweise, dass ich lüge. Okay. Diesmal werde ich nicht sterben. Ja. Diesmal. Diesmal, genau jetzt, werde ich nicht sterben. Waren wir hier schon? Ja, wir waren hier schon. Kann ich runterspringen? Ich habe ein bisschen Angst, gleich Leben zu verlieren. Nur weil ich runterspringe. So, ich wollte noch da. Irgendwie komme ich aber nicht da. Das finde ich ein bisschen schade. Elizabeth, hilf mir. Hildegard. Ich komme da nicht hoch. Oder? Er ist doch auch da runtergesprungen. Manu. Bin ich doof. Wahrscheinlich ist das Buch nicht hier. Ist hier noch was? Nein. Okay, dann lass uns zurück. Dass ich ständig irgendwo hängen bleibe, ne? Booker, du musst das hier ein bisschen abnehmen. Echt. Fettes Kind, So. Dann. Wahrscheinlich muss ich die gleich entfernen. Oh, guck mal. Das wird absolut fantastisch. Yep, das ist. Denkst du, dein gutes Auge könnte vielleicht ein bisschen Munition erspielen? Könnte ich gut gebrauchen, falls es Ärger gibt. Da muss ich rumsuchen, aber ich tue mein Bestes. Ja. Danke dir, mein kleiner. Die Strecke ist frei. Wo lang müssen wir eigentlich? Ja, das erklärt alles. Wir müssen noch da. Elizabeth, bist du bereit?
ein bisschen Action, Action. Action, Action. Okay. Oh Gott. Ich hab hier schon keinen Bock. Oh Gott, wie es gehakt hat. Hi. Also, hi. Seid ihr schon? Und dann müssen wir noch da. Können wir nicht das überspringen? Können wir nicht alle Freunde sein? Wer ist das? Slate? Oh Gott, wie es gehakt hat. Ich. Was ist denn hier los? Scheint sich immer noch gern Feinde zu machen. Echt? Okay. Wieso weiß er denn das? Oh, hier ist das. Veteranen! Und das würde ich gerne sagen. Ihr habt euer Herzblut für Columbia vergossen. Habt Gliedmaßen und Organe im gottlosen Orient verloren. Comstock hat nichts getan. Und doch, seht nach oben. Wessen Haupt schwebt selbst jetzt über euch? Eine Beleidigung, wie man es auch betrachtet. Wenn der Prophet unsere Vergangenheit in eine grell geschminkte Hure verwandelt, welche neuen Vergewaltigungen bringt uns dann die Zukunft? Ich sage, stehen wir auf und füllen diese Halle mit wahren Helden. Ich weiß jetzt schon, dass es gleich richtig abgehen wird, ey. Wenn ich schon ein Panzerdingens bekomme. Das sieht nicht gut aus. Ich werde nicht gut schießen. Das weiß ich jetzt schon. Okay. Oh, ja, ich guck mich erstmal die Mülltonnen um. Ich kann mich jetzt schon verabschieden. Einmal werde ich auf jeden Fall sterben. So kein Bock, ey. Also, das ist hier. Mach mal. Oh, was war das? Präzisionsgewehr. Alter, Snipers. Oh. Ja. Okay, danke. Ah, der Sniper. Ja, genau. Ich und der Sniper. Nein, ich will aber nicht. Wo ist er? Oh, hab ich mal reingeschaut. Sorry, mehr hab ich nicht. Au, au. Hier. Besorgen wir uns dieses Schockjockey und dann nichts wie weg. Oh Gott, war das. Das war ja eigentlich jetzt nicht schlimm, aber. Oh Gott. Der Sniper ist toll, aber ich hasse es, ne? Ich hasse es, der Sniper. Komm ich hier nicht hoch? Hauptsache, ich habe ihn übelst getroffen. Richtig gut. Baby, Baby. Oh Gott, ich habe voll Angst. Alles macht Musik. Hört mal auf. Ich mach voll Angst. Haben wir da noch was? Ich hab Geld gefunden. Hier. Oh Gott, ey. Danke dir. Geld. Wieso sind da so viele Farben? Hall of Heroes. Oh nein, die Halle dahin. Wenn ich das jetzt schon sehe, ne? Ah. Ich hasse diese Halle. Das ist doch gelb. Ich hoffe, wir machen gleich einen Cut. Also, so viel kann ich jetzt auch nicht mehr spielen. Es ist jetzt immer düsterer und immer verrückter. Und ich liebe das Spiel am Anfang, weil es so toll ist. Und dann auf einmal wird es voll gruselig, wo ich denke, was passiert denn hier? Oh Mann, was ist denn aus dem Spiel geworden? Da ist noch was. Wir kommen sowieso noch mal hierher, also es ist nicht schlimm. Ich glaube,
Irgendwann müssen wir gegen so einen komischen Ding treten. Oh, ich liebe dieses Ding. Diggits, Diggits. So, da ist noch ein Ding. Das nehmen wir auch noch mit. Does your life need a was? Joy? Johnny? Das kriegen wir auch noch. Elektrizität. Thanks, Mr. Fink. Finn. Okay. Aber ich bräuchte eigentlich eine andere Pistole. Ah. Ich leg die mal hier so ab. Und dann... Weil auf jeden Fall brauche ich die nachher. Okay. Achso, betritt die Hall. Okay. Ja, wir müssen sowieso dann wieder raus. Also wir kommen sowieso wieder raus. Weil das ist ja nicht der Andy. Und wir haben ja noch nicht lang. Ist jeder Schlag von Mann, der kämpft für Gott und Vaterland. Ach, süß. Doch hier verehren wir ihn, der hat gekämpft für unsere liebe Stadt. Das ist jetzt gespeichert. Weil das schaffe ich auf jeden Fall nicht. Ja, suchen. Also ich mache noch. Also es sollte jetzt speichern und dann gehen wir da rein. Weil das dauert viel zu lange. Auf jeden Fall. Sorry. So, hier. Also, das kann ich sowieso wieder nehmen. Warum ist denn hier jeder tot? Mal wieder. Wie gesagt, also, der Weg da rein dauert viel zu lang und ich will jetzt auch nicht schon wieder 4000 Jahre aufnehmen. 4000 Jahre, oder? Ja, genau. Ja. Yes. Und, ich weiß, ich habe fast gar nichts getan. Wieder in dieser Runde. Außer halt rumgeschrien und ja. Seid mir nicht blöd, das tut mir leid. Aber dafür gibt es morgen, sage ich mal. Ich hoffe, es ist dann morgen. Ein bisschen Geschichte, ja! Schnauze, wer es auch ist. Achso, das sind Schnee. Wahrscheinlich die Dinger. Ja. Ein bisschen hier Geschichte auf Hall of Heroes. Oh, ich habe jetzt schon Bock. Aber da, ja, das sehen wir erstmal morgen. Also bis dahin sage ich ciao. Tschüssili.